Eine lebensbedrohliche Diagnose ist für Patienten und deren Angehörige immer ein Schock. Nach monatelanger Funkstille hat Yvonne Richter von ihrer Mutter so eine Hiobsbotschaft erhalten. Hallo, mein Name ist Yvonne Richter. Ich möchte sofort zu meiner Mutter kommen, Richter. Ich habe eine schlechte Nachricht bekommen, dass irgendwas mit ihr ist. Dass sie Krebs hat. Was? Wo ist die denn? Ich muss sofort zu ihr. Die Ärztin ist auch gerade drin. Die Tochter der Patientin Frau Richter stammelte die ganze Zeit irgendwas davon, ihre Mutter hätte Krebs und sie war deswegen völlig aufgebracht. Aber Frau Richter lag bei uns wegen einer Pseudozyste, die wir erfolgreich entfernen konnten. Und es war wirklich nur eine kleine Angelegenheit, deswegen konnte ich nicht verstehen, was da jetzt los war. Ihre Mutter hat eine kleine Zyste in der Brust gehabt, völlig harmlos. Okay. Ne? Ich habe mich gerade gewundert, sie kommt total aufgebracht auf Station. Ihre Mutter hat Krebs und sie muss das sofort zu ihr. Das hast du mir erzählt, warum? Erzählst du mir, dass du Krebs hast? Ich finde das nicht lustig. Dann macht man doch keinen Spaß. Ich darf mich kurz verabschieden, weil ich so in Eile bin. Entschuldigung, ist nicht schlimm. Viel Glück. Das ist für Ihre weiterbehandelnde Gynäkologin. Wenn irgendwas ist, kann die anrufen. Ich bin im Ich mach das schon. Weiter, ne? Ja. Alles klar. Danke. Alles Gute. Ciao. Ja, wieso erzählst du das? Du wusstest, dass du keinen Krebs hast. Du hast dich so lange nicht bei mir gemeldet. Ja. Das war die einzigste Möglichkeit. Das ist keine Möglichkeit. Das ist eine billige Ausrede jetzt. Sei mir nicht böse, bitte. Doch, ich bin böse, weil mit sowas, mit Krankheiten macht man keinen Scherz, wenn du dann wirklich krank bist. Hör auf, komm, Yvonne. Ich freue mich, dass ich dich sehe. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie Krebs haben, obwohl Sie keinen Krebs haben, damit Sie Ihre Tochter sehen? Ja, so ein bisschen angedeutet. Ja, also ich kann mich jetzt nicht freuen. Ich war eben, ich habe den Schock meines Lebens gehabt gerade. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich bin hierhin gerannt. Die ganze. Oh, kannst du mir noch mal verzeihen, Yvonne, bitte. Ja. Du hast dich so lange nicht mehr. Ja, sie hat sich so lange nicht mehr gemeldet und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das war halt die Gelegenheit. Naja, ein bisschen blöde Gelegenheit. Aber gut, vielleicht können Sie das auch zu Hause klären, denn Ihre Mutter hat den Entlassungsbrief bekommen, ja. Und Sie können sie jetzt mit nach Hause begleiten. Ja, ich weiß nicht, wenn Sie vielleicht die Tasche nehmen würden, dann können Sie das zu Hause in Ruhe klären. Ne? Das ist ja jetzt nicht so. Ich habe es was gerade. So was ist so blass aus? Schmerzen. Schmerzen haben Sie? Ja, das drückt hier gerade irgendwie so, ich weiß nicht. Okay. Was ist denn? Haben Sie das schon länger, oder? Nein. Ich weiß es nicht, ist eben gerade gekommen. Ich bin ja auch hierher gerannt. Und müssen Sie vielleicht mal auf die Toilette? Ja, die Aufregung. Ja, genau, dass vielleicht mal auf die Toilette müssen. Ja, gehen Sie einfach mal hier auf die Toilette. Danke. Da war ja nur Ihre Mutter drauf, ne? Das ist jetzt aber alles merkwürdig. Es tut mir wirklich leid, aber das war halt diese. Ich habe es sehr lange nicht mehr gesehen. Weil ich habe halt mit ihrem Freund, also sie hat halt einen Freund, mit dem habe ich Stress. Okay. Also der tut ihr nicht gut und da haben wir uns irgendwie, weiß ich nicht, auseinander. Ja, was soll ich sagen? Sie hat sich einfach nicht mehr blicken lassen. Okay. Sie war halt sauer darüber und. Okay, kann ich verstehen, ne? Ist jetzt ziemlich privat alles, aber dann zu sagen, dass sie Krebs das habe ich aber nicht so direkt gesagt. Ich habe das so ein bisschen eingepackt. Nein, ich habe das anders rübergebracht. Aber sie hat vermutet, dass es Krebs ist. Okay. Ich hab's nicht direkt. Wissen Sie, lassen Sie da mal in Ruhe auf Toilette sein. Vielleicht gehen Sie kurz mal in die Cafeteria noch einen Kaffee trinken. Okay. Ich hatte Frau Richter in die Cafeteria geschickt, weil ihre Tochter nur kurz auf die Toilette wollte. Doch irgendwie hat das alles ziemlich lange gedauert und das kam mir wirklich sehr komisch vor. Frau Richter? Alles in Ordnung? Was ist denn mit Ihnen los? Ne? So Beschwerden. Ich habe so Brennen beim Wasser lassen und wie so stechen, so wie ein Fremdkörpergefühl. Wollen Sie vielleicht mal mit zu unserer Gynäkologin kommen. Das ist eine ganz tolle Ärztin. Und vielleicht kann die Ihnen da irgendwie weiterhelfen. Das bringt ja nichts, wenn Sie sich jetzt hier rumquälen, oder? Ja, doch, das würde ich gern machen, ja. Die 27-Jährige ist über das schnelle Hilfsangebot sehr dankbar. Es gibt da nur noch etwas, worüber die junge Frau bewusst nicht in Anwesenheit ihrer Mutter sprechen möchte. Dafür ist in der Vergangenheit der beiden zu viel passiert. Was genau haben Sie? Ist das was Urologisches eher oder was Gynäkologisches? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich beim Wasserlassen Schmerzen. Ich habe so ein Fremdkörpergefühl ganz. Die junge Frau Richter, die war ja eigentlich nur hier, um ihre Mutter abzuholen oder um zu gucken, wie es der geht. Und plötzlich wurde die auch eine Art Patientin, denn die hatte sichtlich Schmerzen, das konnte man sehen. Und ich habe gedacht, das ist eine Kleinigkeit, das kriege ich schnell mit ihr hin. Aber dann hat sich doch was ganz anderes ergeben. Gibt es hier einen Urinbecher? Ja, kann wir lassen das im Labor einmal abchecken. Und wenn das eine Harnwegsinfektion ist, kriegen Sie ein Antibiotikum, dann nehmen Sie das und sind Sie ganz schnell wieder fit. Antibiotikum lieber nicht. Warum nicht? Mal ganz kurz Fieber messen. Ja. Oder Sie sind schwanger.
Ja. Ach, echt? Da haben Sie ja gar nichts von gesagt. Nein. Und warte mal, wie weit sind Sie jetzt? Wie weit ist das? Oh. Ah, 16. Woche. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mal gucken würde, ne, würden wir vielleicht sehen, wer es wird. Ja. Sollen wir das? Also aber nur ausnahmsweise. Nicht, dass Sie denken, ich mache das immer mal so zwischendurch. Nein. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Tochter der Patientin Frau Richter hat ganz plötzlich einen Mutterpass rausgeholt, zur Freude von uns allen. Diese Nachricht kam wirklich völlig überraschend. Doch sie hatte ja wirklich die Symptome und die starken Bauchschmerzen. Und das mussten wir jetzt wirklich schnell abklären. Ha, 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 ich sehe was. Das sitzt da ganz gemütlich. Ich sehe da nichts Schlimmes, ne? Schönes, das ist ja toll. Ja. Warte mal, ich will mal ein, zwei Sachen messen, ob das auch wirklich hinkommt. Von der Größe. Ja, ich hol mal eben kurz schon mal was. 16 plus 2, da sind es ja schon 17. Woche fast. Als ich das Kind geschallt habe, habe ich gesehen, da ist eigentlich alles in Ordnung. Das ist von der Zeit entsprechend, das ist gut entwickelt. Aber dann musste ich mich doch mit einer ganz anderen Geschichte auseinandersetzen, als ich die vaginal untersucht habe. Es ist ein bisschen kurz und wackelig hier unten für die Zeit, ne? Ja? Ich gucke noch mal, ich messe noch mal die Länge vom Gebärmutterhals. Das gefällt mir so nicht. Ich will sie in Ruhe nach Hause lassen, aber das geht so nicht. Ja. Kannst du mal einen frischen Handschuh nehmen? Ja. Messen wir noch mal eben. Ne? Wenn Sie es nicht wollen, geht es auch so. Okay. Wenn Sie es möchten und Sie liegen bequemer, können Sie es auch so machen, wie Sie wollen. Ne? Ich möchte da nur jetzt einmal mit dem Stäbchen rein. Jetzt messe ich nämlich, wie lang da unten dieser Zapfen ist, der die Gebärmutter zuhält. Ja? Okay? So, warte, jetzt wird es einen Moment kalt. Kalt, ja, ich weiß, das gefällt keinem, aber das geht jetzt nicht anders. So, es geht los. Kannst mal einmal drücken? Ja, danke schön. Mhm. Guck mal, siehst du, das ist nicht mehr ganz lang, ne? Das geht so nicht. Also ein bisschen was für Sie zum Abwischen? Ja, ja, natürlich. Okay, ne? Ich sage Ihnen gleich, was es wird. Ich sage Ihnen aber auch gleich noch was anderes. Okay. Ja? Okay? Yvonne will nicht, dass sich ihre Mutter erneut in ihr Leben einmischt. Die 27-Jährige möchte die Schwangerschaft deshalb so lange wie möglich geheim halten. Dabei könnte die werdende Mama seelischen Beistand gut gebrauchen, denn die Diagnose der Gynäkologin ist besorgniserregend. 16. Schwangerschaftswoche, ne? Ja. Heißt, ich habe im Bauch eine Gebärmutter, die ist wie eine Glühbirne. Ja. Ne? So, da sitzt unser Kindchen drin, hier mit dem Köpfchen, da mit dem Bäuchlein, mit den Händen. Mhm. Und das hier unten, dieser Zapfen der Glühbirne, das ist der Verschluss. Wenn ich da reingehe, kann ich da rumfahren, kann ich sehen, oh ja, der hält die Gebärmutter richtig zu. Ne? Und der Verschluss ist bei Ihnen allerdings hier schon weg. Und die Gebärmutter hängt außerdem eine Etage zu tief. Okay. Das heißt, wir drücken die Blase oben ab. Sie haben immer wieder Ihren Harnwegsinfekt. Und wenn Sie Pech haben, kriegen Sie eine Frühgeburt. Der Zapfen ist nicht lang genug. Das heißt, wir könnten Folgendes machen. Das kann auch Ihre Frauenärztin machen. Aber das muss jetzt in den nächsten Tagen sein. Sobald wir wissen, da ist eine Infektion, wird die behandelt mit dem Antibiotikum, was sich mit der Schwangerschaft verträgt. Okay. Und dann würden wir um diesen Zapfen so einen Ring legen, wie ein Beißring. Sie kennen das, so ein Beißring von Babys. Ja, ne? Genau. So, dann würden wir den da rumschieben um den Zapfen. Und hätten damit quasi, wenn wir den jetzt hier hinlegen würden, hätten wir hier wie einen Verschluss rum, der noch mal das stabilisiert. Und wenn die Gebärmutter oben immer dicker wird, dann sitzt die später hier auf diesem Zapfen. Und das Kind kann in Ruhe wachsen und es passiert nichts. Ich konnte mir nicht erklären, woher diese junge Frau mit der ersten Schwangerschaft so eine Senkung der Gebärmutter hatte. Die war nicht übergewichtig, da hat nichts unten auf die Gebärmutter gedrückt. Die hatte ein tolles Bindegewebe, kein Streifen in der Schwangerschaft am Bauch. Das erste Kind saß da drin, das war nicht ausgeleiert durch 5 vorhergehende Geburten. Ich konnte es mir nicht erklären. Ihr macht das jetzt eben mit dem Urin. Sie können sich gleich nach vorne setzen, warten einen Moment. Wer ist denn das jetzt? Ach, ich kann nicht einfach so. Ich habe da so einfach reinplatzen. Ach, tut mir leid. Du bist schwanger. Was ist denn jetzt los? Ja. Ich habe sie überall gesucht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Bist du schwanger? Ist das okay für Sie? Ja, jetzt kann sie auch hier bleiben. Jetzt ist es zu spät. Alles gut, Linda. Das war mir so klar, dass ich Wieso sagst du mir das denn nicht? An der Tür gelauscht bestimmt. Nein, habe ich nicht. Ich Leute. Nein, also ihr seid ja ein bisschen stänkerig zusammen, Schatz, zwei, ne? Ich freue mich doch für dich. Danke. Glaub mir das. Ja. Aber doch nicht von dem Sören, oder? Oh nein. Bitte nicht. Lass doch bitte mal Sören aus dem Spiel. Ständig mischst du dich da ein. Das ist kein Wunder, dass ich so lange nicht mit dir geredet habe. Wie will der euch denn ernähren? Von was denn? Hallo? Ja, das lass mal unsere Sache sein.
Der ist selbstständig und sie hat einfach ein Problem mit ihm. Was ist das? Was macht denn selbstständig? Handwerker. Aber Handwerker, die boomen doch mit ihm. Ja, natürlich. Aber bei ihm bestimmt nicht. Also. Aber wissen Sie was? Ich möchte mal ganz kurz unterbrechen. Ich fange mich jetzt mit der Visite an. Wir müssen hier den Harnwegsinfekt abklären, ne? Nachdem die Patientin von einem Urologen untersucht wurde, liegen der Gynäkologin schon eine Viertelstunde später die Ergebnisse vor. Der Auslöser für Yvonnes Gebärmuttersenkung ist allerdings immer noch nicht geklärt, was der Ärztin keine Ruhe lässt. Bis jetzt ist es lediglich in der Blase, aber es sind Bakterien da. Das heißt, es gibt jetzt doch in der Schwangerschaft ein Antibiotikum. Ne? Und wenn Sie das danach noch mal haben, können Sie sagen, okay, ich versuche das mit einer Zuckerlösung. Es gibt Zuckerlösung, lasst euch beraten in der Apotheke. Ja. Diese Zuckerlösung, die setzt sich an den Bakterien fest, dann verklebt das Ganze und dann können Sie das rauspöppeln, dann ist es auch weg. Aber die vielen Bakterien müssen jetzt erst mit dem Antibiotikum raus. Ja. Sie kriegen gleich ein Rezept mit 5 Tage, jeden Tag eine morgens, eine abends. Dann ist das erledigt und dann habe ich trotzdem noch eine Frage. Ja. Diese Senkung in Ihrem Alter, wo kommt denn die her? Ich habe da vorhin, Ihre Tochter hat eine ziemliche Gebärmuttersenkung. Und ich habe ja vorhin untersucht und sie hat keinen einzigen Streifen auf dem Bauch. Woher kommt das die denn? Haut ist toll. Was machen Sie denn beruflich? Also es wird jetzt ziemlich privat, aber man muss halt gucken, wo das herkommt. Ja, oder? Ich bin ja eigentlich Erzieherin. Nein, da kann das aber nicht herkommen, oder? Ja, aber also, oder müsst ihr so viele Kinder schleppen da? Was machst du denn? So, ja, so viele Kinder schleppen? Nein, was heben Sie, oder ich was? Muss noch, ich arbeite noch im Supermarkt, weil ich ja brauche Geld. Wie bitte? Was macht ihr denn da zu Hause? Ja, ich bin auch nicht mehr mit dem Sören zusammen, das wollte ich dir erst halt nicht Wieso sagen. Wieso sagst du mir denn nichts? Deswegen muss ich mich selber jetzt durchschlagen und alles. Ich helfe dir. Ich hab Danke, so aber ich nehme ja nicht gerne von anderen an, das weißt Wie du. Wie, ich bin auch deine Mutter. Ja, also Yvonne, hör auf, ja? Jetzt red nicht so. Also, aber ihr seid doch eine goldige Familie. Leute, nicht. Seid ich doch mal lieb zueinander. Ich bin für dich da. Aber wie ist das denn jetzt? Ja. Ich habe das jetzt am Rand so ein bisschen mitbekommen, dass sie jetzt doch nicht mehr mit ihrem Freund zusammen sind. Nein. Aber weiß er denn jetzt irgendwie von der Schwangerschaft schon Bescheid? Er wird ja dann Vater oder wie ist das ja, denn? Ja, vielleicht ist er ja auch nicht der Vater. Wie weil bitte? Ich, wer ist es denn? Guck nicht schon so. Mein Gott, ist das ein toller Vater. Ja, ich war auch einmal kurz noch mal sozusagen zusammen mit dem Oliver, meinem Ex-Freund. Der Oliver? Ja, da freust du dich voll. Das wäre super. Ja. Ich würde mich so freuen, ja, wenn es Oliver der war. Den mochtest du ja auch. Ja, ja den mag ich total. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht einfach da ankommen nach Wochen wieder und sagen, hey, du bist Vater, ich habe mir nicht zugetraut. Aber weißt du, darf ich das machen? Darf ich den Oliver anrufen? Also, aber Sie wissen es ja auch gar nicht richtig. Aber ich wollte ja mal mit ihm treffen. Wir können ja zusammen mit ihm reden. Ja. Genau. Ja, machen wir das. Ladet den mal auf ein schönes Eis ein, dann wird dem ein bisschen kalt, wenn der sich erschrickt. Ja. Und dann kriegt er das schon erklärt. Ne? Ja. Ich wollte noch ganz schnell sagen, ich wollte noch ganz schnell sagen, Ihre Frauenärztin muss, wenn die Entzündung abgeklungen ist, diesen Ring da unten dran setzen. Ja, haben Sie Ihrer Mutter erzählt? Und jetzt bitte, es gibt da bestimmt ein Beschäftigungsverbot, auch nicht im Kindergarten. Nee, das geht doch nicht. Du gar kannst nichts, nicht mehr arbeiten gehen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das ist ja nicht mehr lange. Und wir haben noch eine ganz süße Überraschung für Sie. Oh, wow. Wenn Sie nämlich mal da hingucken, dann sehen Sie ein erstes Bild von Ihrem Enkelkind. Ist das nicht süß? Wie süß. So. Oh mein Gott. Und wissen Sie, was das ist? Was? Eine kleine junge Dame. Oh mein Gott, Mama. Die hat eindeutig Schamlippen. Gott, eindeutig. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Süß, ne? Wir geben euch das Foto gleich mit. Oh, danke. Das ist doch süß, oder? Ja. Was ihr da seht. Yvonne befolgte den Rat der Gynäkologin und brachte 6 Monate später eine gesunde Tochter zur Welt. Beim Vaterschaftstest stellte sich heraus, dass Ex-Freund Oliver der Papa ist. Oma Carmen freut sich, dass das Paar wieder zueinander gefunden hat und die drei heute als Familie zusammenleben und sehr glücklich sind.